Gut. Aufbauend auf naturwissenschaftliche Grundlagen, auf die Technik, auf die Grundlagen der Ausrüstung, die man erklärt haben muss. Gleich vorweg nur zur Ausrüstung. Wie gesagt, weil wir sinngemäß sagen, dass ohne Leistungsstufe 2 für die Bekleidung das eine gefährliche Geschichte ist, der Stand der Technik. Grundlagen und Richtlinien sind leider halt nicht unbedingt darauf abgestimmt. Also in Niederösterreich rechtlich ist es eigentlich okay, dass du es tragst. Wenn du die Gefährdungsanalyse ernst nimmst bei der Bekleidung, musst du eigentlich für deine moralische Verpflichtung Leistungsstufen 2 nehmen. Das ist die Geschichte. Erlauben tut der Verband für den Innenangriff auch die Leistungsstufe 1 im Beinbereich. Dass das Ganze nicht sinngemäß ist, haben wir, glaube ich, heute schon sehr, sehr gut erklärt. Wobei, mittlerweile ist das fast kein Thema mehr. Also es gibt fast keine Feuerwehr mehr, die nicht Schutzhosen für ihre Atemschutzträger der Leistungsstufe 2 vorsehen. Ja, Atemschutztruppe im Innenangriff, was machen wir da jetzt? Wir schauen uns mal ganz kurz das Teamwork und die Aufgabenverteilung im Trupp an. Wir haben drei Leute und die können ein bisschen koordiniert. Wir schauen uns die Fortbewegung und die Schlauchhandling an. Dann der Einfluss der Feuerwehr wie bei Zu- und Abluftöffnungen. Da kommen wir wieder auf das Wissenschaftliche ein bisschen zurück. Dann, wie kann man das Ganze richtig machen mit der Türöffnungsprozedur, die Rauchgaskühlung, wie macht man die richtiger? Das Ganze ist natürlich im Lehrsatz ein bisschen langweilig. Gehört dann eine praktische Übung auch noch dazu. Geht sich heute aber nicht aus. Aber machen wir auch gerne am Standort, beziehungsweise im Zuge von unserer Stufe 5 Ausbildung ist immer ein Streurertraining in der Praxis dabei, wo ich wirklich diese Rauchgaskühlung, diese Brandbekämpfung mitmache. Brandbekämpfung direkt und indirekt. Mache ich das Feuer, der Klärung mache ich es aus. Hydraulische Ventilation und Folgearbeiten am Ende der Brandbekämpfung. Lüften, ausräumen. Es ist es nicht vorbei, wenn das Feuer mal niedergeschlagen ist. Dann geht nämlich die wirkliche Hocken los, die viel Zeit braucht, die intensiv ist. Da ist vielleicht dann nicht mehr ganz so gefährlich, aber da brauche ich halt dann Kräfte. Teamwork und Aufgabenverteilung. Im Normalfall sind wir drei Leute. Wir sind eine Löschgruppe mit je nach Tageseinsatzbereitschaft zwischen 3 und 9 Leute im Auto. Montagmorgen sind es vielleicht nur 3. Die Realität haben wir halt. Die klare Truppeinteilung, führen heißt entscheiden und was wir vor dem Einmarsch machen. Generell zur Kommunikation. Bereits auf der Anfahrt Informationen austauschen und absprechen. Ihr kennt es bei den Fahrzeugen. Die Durchsicht nach hinten zur Mannschaft ist nicht so perfekt. Jetzt hat jeder mitgekauft die Funkaufschaltung im Mannschaftsraum hinten. Jetzt kriegt der Gruppenkonter eine Meldung von der Alarmzentrale, dass da nur was ist. Das gehört sich angesprochen. In der Alarmierung waren vielleicht Informationen drin. Schaut, dass die Gruppe auf Informationen habt. Schon auf der Anfahrt, dass sie sich vorbereiten. Schaut, dass dementsprechend der Trupp sich mit dem Gruppenkommandanten wirklich zusammenrät. Was ist, was hast du gesehen? Bei der Erkundung dementsprechend. Und der Trupp unter sich muss reden. Nichts schlimmer als die Kommunikation funktioniert nicht. Und wir haben es bei unseren Praxistrainings, vor allem bei unserer Stufe 5 Ausbildung, dass der zweite Durchgang ist eine Angriffsübung. Da geht es darum, da drin brennt, da sind Personen drin, holt es dir raus und setzt es um, was ihr jetzt am Vormittag gelernt habt. Woran scheitert es? Nicht, dass sie nicht mit einem Rohr umgehen können. Nicht, dass sie nicht unten gehen, weil sie nicht reden miteinander. Das ist das Problem. Wir reden viel zu wenig, beziehungsweise haben wir keine strukturierten Abläufe. Aber auch auf der anderen Seite, es gibt keine Führungsorganisation. Ich habe keinen Chef deklariert in meinem Trupp. Ich habe nicht gesagt, du bist der Chef, du schaffst da. Führer, die nicht führen. Ganz, ganz schlecht. Und das gehört ordentlich durchgemacht. Jeder muss sich seiner Aufgabe bewusst sein, jeder muss dementsprechend kommunizieren. Der Gruppenkommandant muss einen Befehl geben, der Truppführer muss einen Befehl geben und so rennt's. Kooperativer Führungsstil ist super im Dienstbetrieb. Da ist es okay. Im Einsatzbetrieb funktioniert er nur bedingt. Das müssen wir immer wieder bedenken. Das heißt, da miteinander reden. Klare Truppeinteilung im Trupp. Wer macht was? Erfahrungsgemäß ist es so, der Truppführer macht alles. Der schafft auch, der funkt, der hat das Rohr in der Hand, der zahlt sich ab und die beiden anderen hängen an den Schlauch. Mit viel Glück geben Schlauch nach, mit Pech hängen sie wirklich am Schlauch und der Truppführer zahlt die beiden auch noch mit. Gut, wenn man sich das jetzt sinngemäß anredet, wer was macht, der erste Fuhr bedient das Rohr, der schaut um die Rauchgaskühlung, der schaut um die Brandbekämpfung, der erkundet mal, der werkt, der ist der Schutz, der ist der Arbeiter. Der zweite ist der Lenker. Der hat die Kommunikation nach vorn. Der hat da mehr, der hat vielleicht die Werbekamera mit der Hand genommen. Der zeigt ihm, hey, da hier löschen, dort hier löschen. Der schaut, wo sind Fenster, die vielleicht auf, zugehen konnten. Und der dritte, der macht eigentlich nichts anderes, als zahlt die ganze Zeit den Schlauch nach und legt den Schlauch so, dass die anderen beiden Chefjährige kennen. Und was er vielleicht nur machen kann, der dritte, wenn die beiden davon werken, dann tastet einmal seine Bereiche ab. Wie groß ist einer von uns im Durchschnitt? 1,60 mindestens bis 1,80. Was für einen Radius habe ich?
2,5 Meter locker. Das heißt, jeder von uns kann einen Durchmesser von 5 Meter mal antasten, während der Fuhren zwei arbeiten. Und das mache ich so nebenbei. Und wenn das eingespielt ist, dann rennt das echt gut. Führen heißt entscheiden. Ich bin der Truppführer, ich arbeite als Truppführer und ich arbeite so. Wenn der Truppführer nicht der Truppführer ist, dann funktioniert es nicht. Ich sage immer, wenn der Eingeteilte nicht funktioniert im Artenschutztrupp, dann macht sich das intern aus und teilt es vielleicht umrotieren. Kann notwendig sein. Aber dafür muss man sich natürlich kennen. Das ist der Vorteil unserer Feuerwehrsystem. Wir kennen uns, wir üben gemeinsam, wir arbeiten miteinander und wir wissen eigentlich, wann der aufs Auto aufsteigt, wie ticken die Leute im Normalfall. Dass jeder ein bisschen anders tickt immer wieder, ist auch an jedem bewusst. Aber das Menschen, das ist halt so. Damit arbeiten wir. Ja, bevor wir reingehen, ganz genau einen Einsatzauftrag geben. Wo gehen wir hin? Wo geht der Trupp hin? Dieser Einsatzauftrag, optimalerweise, wo ist denn der notiert? Optimalerweise schreibe ich auf die Überwachungstafel. Trupp 1, erstes Obergeschoss, linke Seite. Trupp 2, erstes Obergeschoss, rechte Seite. Was macht dann der Trupp, wenn er mit der linken Seite fertig ist und sich entscheidet, er geht auf die rechte Seite? Das meldet dann der überwachende Stelle, dem, der einen Befehl gegeben hat, wieder zurück, hey, ich gehe jetzt da um. Und im optimalen Fall, schreibt das auf, geht es auf die rechte Seite. Ich bringe das Beispiel jetzt immer so. Der Gruppenkommandant, die überwachende Stelle, im Ort, da kennt man die Leute. Jetzt kommt er auf einmal hin, ja, irgendein Einfamilienhaus von, kennt er jetzt nicht bewusst, und auf einmal im Zuge des Einsatzes kommt drauf, sein Kind wollte er gerade spielen. Kann der jetzt noch Führungskraft sein? Nein. Kann der eine gescheite Übergabe machen, der Einsatzstelle? Nein. Kann er das Artenschutzüberwachungsbredel weitergeben? Ja, und da steht drauf, was der Befehl vom Trupp ist. Super, somit ist es gescheit durchdokumentiert. Einfach für diese Überwachung wieder. Vor dem Einmarsch, wir kontrollieren uns gegenseitig. Der uns eine schickt, schaut seinen Trupp an, wie ist er angezogen. Passt die Feuerschutzhaube rundum herum? Ist das alles dicht? Ist alles zu? Luft, ist die okay? Und dann wird er erst reingeben. Abmeldung bei der Artenschutzüberwachung kann man natürlich kombinieren, ist in einer Stelle. Und der Funkcheck. Je nachdem, wie diese Funkgeräte technisch arbeitet, kann man das auch dementsprechend checken. Mein Feuerwehrorte zum Beispiel artenschutzmäßig hat der Gruppenkommandant dort der Überwachende zwei Funkgeräte. Eins am Bezirkskanal, eins am Direct Mode. Wir nehmen da für uns den Feuerwehrmodus und der Artenschutztrupp muss auch ein Feuerwehr haben. Jetzt passiert das hin und wieder mal Umdraht ist, oder die Artenschutzfunkgeräte verstellt sind. Naja, du gehst rein, ja, Test, passt, Serverkanal. Schon mal ein Fehler ausgeschlossen. Wenn man schon mal in dieser ersten Phase technische Fehler ausschließen kann, dann sind wir schon sicher unterwegs. Ja. Achso, da kommt eine Folie, entschuldigt. Also Bodycheck, persönliche Schutzrüstung, ist alles angezogen. Kommt der Held gerade wieder mit den technischen Handschuhen auf der Hose hängend daher. Aber damit braucht keiner. Du hast die Handschuhe nicht zusammen, du bleibst nur hängen. Jacke geschlossen. Feuerschutzhaube oben. Wenn du die Feuerschutzhaube nicht aufhast, geht er nicht. Ich bin so hart, wenn zu mir eine fremde Feuerwehr kommt auch und ich müsste den einen schicken, ich lasse den nicht gehen. Meine Verantwortung, ich schicke niemanden ohne Feuerschutzhaube in eine Brandbekämpfung rein. Manometer, passt es dementsprechend? Ist das Artenschutzgerät auftrat, wobei wir da jetzt nicht dran, das müssen wir uns dann verlassen. Einsatzauftrag vom Gruppenkommandanten, ist er verstanden? Da sind wir wieder bei Kommunikationsebene. Gesagt ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden, einverstanden ist nicht durchgeführt und so weiter, hat jeder irgendwann mal schon gesehen. Aber wenn ich schon mal akustisch nicht verstanden habe, dann geht das sowieso in die Binsen. Funkverbindungscheck. Ja, wir kommen jetzt rein zu unserem Objekt, wo wir den Brand bekämpfen müssen. Wie gehen wir vor? Gib dir mal die Varianten aufrecht. Klar, so weit gehe ich, wenn ich gar nichts habe. Auf dem Weg bis zur ersten Türe, da bin ich schnell unterwegs, das ist angenehm, nicht anstrengend. Bei Rauch und mit schlechter Sicht und Temperatur ist natürlich der aufrechte Gang blöd. Was wir bedenken müssen, auch vielleicht, wenn wir die Temperatur nicht spüren, was macht unsere Schutzbekleidung, wenn es heiß ist? Ausdampfen? Nein, noch nicht. Also hoffentlich noch nicht. Sie gibt die Wärme noch nicht schnell auf, aber sie speichert die Wärme schon mal. Und jetzt überlegt sich, wie es ist mit einem Schwamm. Wir haben zwei Schwämme. In einem Schwamm laden wir schon ein Achtel Wasser drauf. In den anderen lassen wir trocken. Gut. Und jetzt nehmen wir nur ein Achtel Wasser, laden es auf den einen Schwamm drauf und auf den trockenen drauf. Was passiert? Der Nasse, da rinnt es gleich durch, beim Trockenen wird es noch aufgenommen. Selbiges ist die Schutzbekleidung. Die Schutzbekleidung, die noch keine Wärme aufgenommen hat, oder weniger Wärme, kann uns besser schützen, als die, die schon die ganze Zeit, ist eh kein Problem, super Leihwand, gehen wir vor.
Ja, wir hatten uns schon die ganze Zeit auf und kriegen es nicht mit. Deswegen in einem verrauchten Bereich, in einem Brandobjekt, gehen wir gleich mal tief vor, von Haus aus. Wir sehen auch deutlich besser. Gebückt auf allen Vieren, das ist so der Mittelweg, sind wir auch noch gewohnt, das haben wir irgendwann mal so als Baby gelernt. Oder in anderen Zuständen, wo wir nicht mehr ganz so zurechnungsfähig sind, geht auch noch. Da sind wir halt schnell unterwegs. Wir sind unter dem Rauch, kühler, bessere Sicht. Aber natürlich, mein Gewicht ist gewichtstechnisch eher nach vorn. Ich konnte halt irgendwo oberstürzen, Absturzkante. Geht vor allem Köllerbrand, Wartungsgruben, auch Pools zum Teil. Bei Indoor-Pools hat man schon erlebt, dass man da halt auf einmal nicht damit rechnet, dass da auf einmal ein Köllerpool ist. Auf jeden Fall Vorsicht. Seitkriechgang ist halt so ein Thema, das wir tragen den schon lange vor. Man geht in die Knie runter, hat einen Fuß vorn, das Gewicht eher hinten, Schlauchleitung in der Hand, man sieht nach oben, man hat seine Trupps in der Kommunikationsebene, die Helmkanten ist nach vorn. Ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was man bedenken sollte beim Seitkriechgang, das ist echt anstrengend, das braucht ein bisschen Übung. Muss man nicht überall machen, aber wenn man wirklich nichts sieht, in der Nullsichtbedingung ist man vielleicht da ganz sicher unterwegs. Was man bedenken sollte, wenn man schon in Seitkriechgang unterwegs ist, dann sollte man ihn auch so nutzen, wie er ist. Nämlich nicht nur Fuß-Viere, sondern Seitkriech. Fuß und O-Tasten rund um und um. Okay, da bin ich safe, passt. Da ist auch nichts, passt und weiter. Ist aber nicht ein Fortbewegen, was ich immer brauche. Schauen wir, dass wir schnell hinkommen. Schauen wir, dass wir schnell vorangehen. Und das ist das oberste Ziel. Dann die Sicherheit, was wirklich in Bereichen ist, wo es eng ist. Da eben nochmal das mit dieser Kippkanten bei alle Viere und der Vorteil mit dem Seitkriechgang, ihr erkennt schnell, wo es hingeht. Schlauchleitung, Schlauchhandling hat der Christoph vorher schon ein paar Punkte gehabt. Mit den Loops, die helfen uns wirklich viel, weil ich das ganze Schlauchpaket schon vorher gemacht habe, da spare ich mir die Loops händisch zum Legen, aber auch wenn es irgendwo reingeht, dementsprechend die Reserven in Loops schon legen, macht viel. Kann der Trupp Mann machen, der hat ein bisschen Zeit. Der kann es schon dementsprechend vorbereiten. Schlauchleitung verlegen im Stiegenhaus. Optimalerweise immer die Reserve nach oben. Also da ist jetzt von unten und da ist nach oben. Da fallen die, die Zeichen auf der Grafik. Dann passt es. Jetzt natürlich beengte Verhältnisse. Kann vorkommen, dass ich genau auf einer Stiegen irgendwo einen Bereich habe, wo ich mir den deuten kann. Auch da wieder Rohrführer, Truppführer, Truppmann. Mit dem Schlauchmanagement hinten noch. Kurze Kommandos, kurz prägnant durch den Truppführer. Vor, links, links, kühlen. Steuerung durch den Körperkontakt. Kurz mal andrucken, kurz bewegen, kurz lenken. Das muss ich aber üben und muss ich in meiner Einheit dementsprechend koordinieren. Suchradius vergrößern. Das ist das, was wir bei unserer Durchgang 2 in unserer Übungsanlage immer haben. Die Trupps gängern zwar Wandsuche, also sie hängen sich alle an die Wand, aber dann gängern alle hintereinander. Jetzt habe ich 3 Leute in meinem Trupp mit. Wir haben Seefrachtcontainer mit 2,50 Meter Breiten. Wenn 3 Leute nebeneinander, Hand in Hand, Fuß an Fuß, vorgängen, dann haben die diesen Container innerhalb von genau 1,5 Minuten angesucht. Aber alle, ja, wir gängen entlang von der rechten Hand. Ja, passt, und jeder hinten noch. Dann greift vielleicht nur ein oder einer. Ja, Suchergebnis deutlich. Also diese Suchtechniken, diese Suchtaktiken kehren halt ganz, ganz schnell geübt. Ja, Einfluss der Feuerwehr. Never ever break windows again without coordinating with the host team first. Got it. Also, wenn da wer drinnen ist, dann ändert es nichts an der Ventilationsöffnung. Das tut weh unter Umständen, wenn er nicht vorbereitet drauf ist. Es kann eh passieren, dass es von allein nicht passiert. Aber gebt es ihm eine Chance und ändert es nichts an der Ventilation. Kann Lüfter einschalten, wenn der da drin nicht Bescheid weiß. Kann die Fenster einschlagen, wenn der nicht Bescheid weiß. Und so weiter. Ist unter Umständen sehr unlustig. Ja, es gilt zu Beginn jeden Einsatz aus einer dynamischen Lage eine statische Lage zu machen. Ich für mich sage, die Lage darf sich mit dem Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges, sagen wir 3 Minuten später, nicht mehr verschlechtern. Das wäre unser großes Ziel. Dass wir es vielleicht nicht ausmachen, okay. Aber wenn wir es schon mal halten können auf der statischen Lage und sie rennen uns nicht mehr davon, war das gut.
Das werden wir bei einem Standardwohnungsbrand unter Umständen schaffen. Und das sollte unser Ziel sein. Nichts peinlicher ist, als die Wohnung brennt und die brennt an uns vorbei, obwohl wir da schon mit allem da waren. Und mittlerweile sind unsere Fahrzeuge nicht mehr schlecht ausgerüstet. Also in Niederösterreich, wenn man jetzt zwei Feuerwehren an der Einsatzstelle nimmt, ist mindestens so, dass eine von den beiden gut ausgestattet ist. Ich glaube sogar schon, dass es besser ist. Also wir sind schon gut ausgestattet und ich kann aber eine statische Lage schon allein dadurch erzeugen, weil ich vielleicht eine Eingangstür schließe oder allein. Dann bewegst du dich nicht mehr so viel, dann wird das Stirnhaus nicht mehr verraucht. Dann ist vielleicht so, dass beim Mehrparteienhaus das nicht eine Menschenrettung aus alle Obergeschosse wird, sondern wirklich nur ein Wohnungsbrand bleibt. Das wäre unser Ziel. Klarerweise zum Start des Innenangriffs müssen wir Öffnung machen. Warum? Ja, wir wollen einen Schlauch reinbringen. Weil das Wasser funktioniert leider noch nicht. Bin gespannt, wann es geht, aber es braucht noch ein bisschen. Das heißt, durch Schaffen von einer Zuluftöffnung werden wir die Lage irgendwie beeinflussen. Speziell nicht wieder verschließbare Öffnungen können zum Problem werden. Es hat damals, oder es gibt eine Lehrmeinung, alternative Angriffswege. Bevor wir durch Stirnhaus gehen, gehen wir übers Fenster. Grundsätzlich vollkommen, ja, guter Ansatz, weil Stirnhaus ist schützenswert. Stirnhaus ist ein Rettungsweg. Der Bauherr hat sich echt viel gedacht, wie er Stirnhaus eingebaut hat, weil das wichtig ist. Und über Stirnhaus kann man Leute retten. Über eine tragbare Leiter kann man eine Person retten, aber keine 50. Ist auch Realität. Das heißt, wenn wir Stirnhaus gefährden, ist blöd. Aber auf der anderen Seite wieder, jetzt sage ich, gebe das Fenster mit der Schiebleiter. Im Erdgeschoss geht es vielleicht noch. Erstes Obergeschoss, Fenster einschlagen von einer Schiebleiter aus und dann einen Angriff vornehmen. Schwierig. Im Erdgeschoss haue ich halt meine Ventilationsöffnungen zusammen. Ich mache ein Tier auf, ein Fenster auf und wenn ich das einschlage, dann kann ich das nie wieder zumachen. Und das muss man einfach ganz, ganz bewusst entscheiden, ist es schlau, dass ich jetzt was aufmache, was ich nie wieder zumachen kann. Türöffnungsprozedur. Wir stehen vor der Brandraumtüre und entscheiden uns dahinter, brennt es nicht, was tun wir? Das ist eine essentielle Lehraufgabe, Atemschutzstufe 2, das Modul auf der niederösterreichischen Feuerwehrschule. Bezirksmodul in die Kurse. Haben wir andere Teilnehmer aus Niederösterreich heute auch da, außer unsere Trainer? Nein, sind glaube ich nur Niederösterreicher da. Okay. Lernt man. Da gibt es halt ein paar Sachen, die wirklich gut funktionieren sollten. Das passt aber auch bei uns in der Ausbildung, muss ich sagen. Also diese Türöffnungsprozedur wird wirklich brav geschult, wird da brav umgesetzt und wird da sehr oft verlangt, auch bei den normalen Übungen. Hey, das war eine scheiß Türöffnungsprozedur. Ja, stimmt, hast recht. Davor, was wichtig ist, sollte man überlegen, wie weit muss ich dann noch eine Schlauchreserve schaffen, bevor ich durch diese Türe durchgehe. Wenn ich mir nicht sicher bin, was ist hinter der Tür mit dieser Tasterei und so weiter, naja, ich kann immer die Tür einen Spalt aufmachen und reinschauen. Wie viel Rauch kommt im schlimmsten Fall aus, wenn dahinter im Inferno ist? Nur ein bisschen was, nicht extrem. Also da wird jetzt nicht viel passieren. Nicht hinter jeder Tür wartet das Inferno. Ich brauche jetzt nicht hinter jeder Tür ein 30 bis 40 Sekunden Türöffnungsprozedur machen, weil es Inferno dahinter ist. Wenn ich einfach die mal kurz aufmache, hey, da ist nichts, passt, nächste weiter. Wir kommen dann nachher noch auf Rettungszeiten und so weiter. Wie lange wir Zeit haben, Personen zu retten. Und wenn man jedes Mal bei jeder Türe, die man passiert, auf dem Weg zu einem Schlafzimmer und überlegt mir, wie viele Tieren ihr am Weg zu eurem Schlafzimmer daheim passieren müsst, eine halbe Minuten Verscheiß oder Minuten Verscheiß, dann dauert das schon ein Randl. Also, nicht hinter jeder Tür, wartet das Inferno, die auf, passt nicht, dann überlege ich mir was. Situationsangepasste Rauchgaskühlung. Wann brauche ich es, wie brauche ich es, worum brauche ich es? Ist eine Kühlung notwendig? Entscheide ich mich, dass Brandrauchkühlung notwendig ist? Dann bis ich es fair gefunden habe. Türöffnung generell. Und das war so eine Sache. Wir haben mittlerweile die glückliche Lage. Gehst du? Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ist das Video schon gegangen? Ja. Ah, ich glaube, nein, ich habe schon. Muss nur schauen, ob es. Ja, wir haben nur vorher, das haben wir nicht eingebettet. Also, was passiert, wenn ich die Tür aufmache? Diese Boxen schauen wir uns eh noch an. Er hat jetzt gerade die Tür aufgemacht, der Rauch kommt raus. Also, jetzt macht er auf.
Jetzt hat er mal Sauerstoff, jetzt hat er mal Luft. Und jetzt kommen die Flammen. Das waren jetzt 5-6 Sekunden Zeit. Natürlich, wenn ich die 5-6 Sekunden Zeit los und nichts tue und Durchmischungszeit, wie es glaube ich in irgendeiner Richtlinie für irgendeine Ausbildungsprüfung hast, dann habe ich ein Problem. Weil ich die aufmache und Wasser abgib, habe ich dann ein Problem? Dann kühle ich das, dann interessiere ich schon, dann gebe ich da schon Wasser ab und gebe dem Feuer weniger Chance, dass was passieren könnte. Wir haben damals, wie die Ausbildungsprüfung Löschungsschutz rausgekommen ist, und da war das genauso. Türe auf bis 15, Wasser abgeben, dann zählst du wieder ein Randl und dann so weiter. Haben wir ein paar Stellungnahmen ans Landesfeuerwehrkommando geschickt. Der Kompromiss war dann jener, den wir gekriegt haben, bei der Variante mit dem Hohlstrahlrohr gibt man gleich Wasser ab. Bei der Variante mit dem HD muss man, glaube ich, 5 Sekunden warten. Ja. Okay. Wir haben es probiert. So, also dementsprechend. In der Zeit, in der sich das Feuer in Sauerstoff hält, dann müssen wir ihm schon was geben. Also keinen reinen Sauerstoff geben, sondern schon Sauerstoff, der mit Wasser mit injiziert ist. Wie schaut es da aus? Was meinst du? Wenn ich vor der Tür da stehe, das denken wir uns jetzt weg, sollte ich da eine Rauchgaskühlung machen? Konnte nicht schaden. Und da sind wir jetzt gerade so beim philosophischen Part. Das war ja so der erste Begriff. Was ist der größte Schaden, der passieren kann, wenn ich da eine Rauchgaskühlung mache und die wäre nicht notwendig gewesen? Wasserschaden. Okay. Ausmalen muss ich sowieso. Wie viel Wasser gebe ich noch bei so einer Dürfungsprozedur? Wie beim Aufwaschen. Also bei einem Impuls, wie lange mache ich das Rohr auf? 2 Sekunden? Ja, sind es 4 Liter vielleicht, je nach Rohreinstellung. 4 Liter auf einem Fußboden? Aufwaschen. Muss ich sowieso. Was passiert oder was kann passieren, wenn ich keine Rauchgaskühlung mache? Was durch das durchzieht draußen, dass man das Fassad durchzündet, dass es mir nicht gut geht dabei, dass es mich anschießt, dass ich verletzt bin, dass ich unter Umständen wirklich ein ernsthaftes Problem kriege. Okay, jetzt halten wir die Risiken dagegen. Wasserschaden versus schlimme Verletzung. Ist mir der Wasserschaden wurscht? Bingo. Und da habe ich gerade einen super Ansatz gesehen. Wann mache ich eine Rauchgaskühlung? Wann macht es eine Rauchgaskühlung? Was meinst du? Eigentlich immer, wenn es schon mal ziemlich dunkel wird. Okay. Ziemlich dick, ziemlich dunkel. Hell. Was für Farbe hat denn der Stoff Kohlenstoffmonoxid? Genau, Kohlenstoffmonoxid ist farblos. Die Farbe vom Rauch wird immer beeinflusst von dem, was dazu noch brennt. Das müssen wir bedenken. Der Ruß ist der Plastikanteil, aber grundsätzlich das reine Kohlenstoffmonoxid ist farblos. Was haben wir zum Kohlenmonoxid vorher gehört? Der reine Stoff ist zündbar. Die Rauchfarbe ist, ja, zum Teil schon, ein bisschen Gefühlssache dazu. Ich sage generell, sobald da einer zum Sanieren her muss, neu auswaschen, spritze eine. Natürlich, es könnte auch gefährlich sein. Ich habe einen Bekannten in Kanada, der hat auch schwere Verbrennungen durch genau so eine diffuse Rauchschicht gehabt. Das war so ein bisschen weißlich. Und dann haben sie mir auf einmal voll zünden, weil dann macht das Kuchelkastel aus. Es war alles gefühlt und nein, das ist nichts. Und auf einmal zündet es raus. Dann war der Rückzugsweg verdingst und so weiter. Ja, aber das ist dann so ein bisschen ein Risiko. Aber wenn mein Bauch sagt, ui, das schaut jetzt nicht gut aus, da muss schon ein Sanierer her, dann gebt doch bitte Wasser ab. Wie oft übt man das? Zu wenig, so gut wie nie. Das ist das größte Problem, was wir haben. Wir haben in unserem Stammhirn die Rauchgaskühlung, das Vorgehen nicht drinnen. Wir haben die Türöffnung noch, ja. Also da, Türöffnung ist noch klar. Aber sobald es um uns weitere Vorgehen geht und der Weiten, dann ist es schon schwer. Ich überhole mich gerade leider ein bisschen selber mit der neuen Präsentation zum Thema Türöffnung. Ihr habt jetzt da auch Varianten aus Australien. Gehst du jetzt? Okay. Das ist auch die noch nicht bearbeitete Präsentation. Ja, eigentlich schon. Hätte ich geglaubt. Ja, jetzt habe ich es ja schon lassen. Gut.
Eine Variante aus Australien. Kann ich es auch groß machen? Sehr gut. Eigentlich sage ich, ich bin aus einer computeraffinen Generation, aber irgendwie überfordert mich das Zeugs langsam. Die geben vorher zwei Impulse da oben hinab. Warum? Ihr habt es vorher gemerkt, da mischt es am besten durch, gell? Da zündet es als erstes. Eine Feinheit. Jetzt hat er aber. Lassen wir das mal aus. Was macht er denn jetzt? Jetzt gibt er einmal Wasser ab. Und jetzt geht er vor. Es gibt ganz, ganz viele Varianten der Türöffnung. Wenn ich mit unseren Leuten rede, die auch vor 14, 15 Jahren mit der Heizungsbildung angefangen haben, wo wir in Deutschland unterwegs waren. Wir waren in unseren ersten Jahren ganz viel in Deutschland unterwegs. Und allein in diesen ersten Jahren haben wir, glaube ich, 10 Varianten der Türöffnung geschult. Das Fazit war immer, sobald die Tür offen ist, gehört der Wasser rein. Das ist. Und ob ich jetzt das so mache oder ein bisschen anders, passt halt auf, dass ihr euch nicht selber duscht und das möglichst effizientes Wasser rein abgibt. Wenn sie natürlich dann immer aufs Tierblatt hinspritzt, ist natürlich dementsprechend blöd. Aber effiziente Wasserabgabe in die Rauchschicht ist so eine Grundlage der Türöffnungsprozedur. Ich bin irgendwann gleich wieder vertraut mit der Präsentation, macht euch keine Sorgen. So, Rauchgaskühlung generell. Wie mache ich es? Kurzes Wärmebildkamera-Video. Ich habe jetzt eine Variante gefunden, wie ich es zumindest halbwegs schulen kann. Ich habe bei mir in der Feuerwehr die glückliche Lage, dass ich halt eine gewisse Größe habe, wo wir eine Waschbox haben, wo wir mit einem Kärcher die Autos waschen. Hat natürlich nicht jeder, ist mir ganz klar, aber irgendwo im Bereich, wo man nass arbeiten kann, eventuell sogar am Hof, in einem Zelt, in irgendeiner Halle, findet man schon. Und ich kann halt diesen Bereich einnehmen mit einer Tür da drinnen und da schicke ich meine Atemschutztrupps eine zur Ausbildung und lasse da drinnen einen Atemschutzträger, der verunfallt ist, suchen. Nebenbei haben wir so einen Feuerlöschtrainer, den stellen wir dort hin und dann simulieren wir das Feuer immer. Ein Ausbilder sitzt da mit der Wärmebildkamera beobachtet und wenn er merkt, die da drin machen jetzt das Vorgehen nicht ganz richtig, dann sagt der Feuerlöschtrainer, Feuer start und dann zündet er keine Flamme. Und da kann man eben schön das beüben. Nicht immer, aber da ist die Kreativität halt möglich. Oder ich arbeite mit einer druckluftgefüllten Schlauchleitung und der Ausbilder, der dabei ist, überwacht es. Wie oft macht er das Rohr auf bei der Rauchgaskühlung? Das Wichtige bei den Übungen, wir müssen unsere Leute, die wir schulen, ein Feedback geben, dass sie Rauchgaskühlung auch wirklich üben. Weil es sitzt nicht in unserem Stammhirn drinnen, weil wir lernen von klein auf, ist eh nur Rauch, passiert nichts und den Rauch spritzt man nicht. Ich kann mich noch an diese, bei unserer Grundausbildung hat es so eine Spritzwand gegeben mit Stabal. Da hat man auf diese Stabal spritzen müssen und ja nicht irgendwo anders hin, weil in die Glut spritzt man, nicht in den Rauch. Was haben wir gelernt? Rauch selber ist ungefährlich. Nein, Rauch ist nicht ungefährlich. Rauch ist nicht brennendes, brennbares Gas. Und das müssen wir bedenken. Rauchgaskühlung wird eben oft nur im Zusammenhang mit der Türöffnungsprozedur durchgeführt. Aber die Rauchgaskühlung kehrt auch nach der Tür weiter durchgeführt. Weil was passiert, wenn wir die Tür aufmachen und wir gehen vor? Sauerstoff kommt unten dazu und was geht oben raus? Rauch. Was ist mit dem Rauch vorher passiert, bevor er rausgeht? Selbst wenn ich brav gearbeitet habe. Er ist warm, aber ich habe vorher eh gerade das Wasser abgegeben. Das heißt, der sichere Rauch, der mit Wasser injiziert ist und ein bisschen kühl ist, marschiert uns gerade raus zu. Und was kommt hinten noch? Neuer böser Rauch. Das heißt, das müssen wir kontinuierlich wiederholen und weitermachen. Letztes Jahr hat ein Student an einer schwedischen Universität seine Masterthesis gemacht, auch vor 2 Jahren war es, und er hat es so circa gesagt, alle 7 bis 10 Sekunden sollte man die Rauchgaskühlung fortsetzen. Was könnten diesen Strömungskanal beeinflussen und das Ganze ein bisschen verlangsamen? Primär mal die Öffnung zum Verschließen geht entweder mit Tier zumachen, weil selbst wenn es weniger ist, ist schon besser. Alternativ der Rauchverschluss ist natürlich eine ganz gute Sache. Dann zieht das nicht so schnell raus. Dann ist die Rauchgaskühlung effizienter. Dann habe ich nicht so viel Energiefreisetzung. Daher diese ganze Sache. Lüften könnt ihr, nur was passiert, wenn ich lüfte? Überdrucklüfter. Was mache ich, wenn Rauch weggeht? Was kommt automatisch dazu? Sauerstoff. Die Lüftungsthematik ist eine ganz essentielle. Das Problem ist an der Überdrucklüftung, es ist arschgefährlich, wenn ich gewisse Sachen nicht beachte. Mein Ansatz ist, ich traue es mir selber nicht zu, die ganzen Faktoren zu bewerten. Ich glaube, dass unsere Feuerwehr, meine Feuerwehr gut aufgestellt ist, aber ich traue mich nicht zum Bewerten, dass die breite Masse, dass wir alles zusammenbringen, auf ein noch brennendes Feuer mit dem Lüfter sicher vorzugehen.
in Lüfter einzusetzen zur Stabilisierung von einem Stirnhaus, zum Rauchfreimachen von einem Stirnhaus, was nicht aktiv brennt, ganz wichtig, ja. Wirklich aufs Feuer und aktiv mit dem Lüfter schon vorgehen, da gehören ganz, ganz viele Faktoren dazu, die einfach in der Realität, in der Theorie cool klingen, weil hey, da machst du die Abluftöffnung auf und du machst die Strömungskanäle sicher und dann blast du mit dem Lüfter drauf und dann ist der Rauch weg und du bist sicher, ja, bist, wenn du alles richtig machst. Aber das waren jetzt allein drei Mini-Faktoren, die ich gerade gesagt habe. Abluftöffnung. Die drei Fenster einschlagen im ersten Obergeschoss. Von außen, weil drinnen bin ich ja eh gerade im Bläden. Strömungspfade sichern. Die ganzen Eingangstüren, die ganzen Verbindungstüren bis dorthin müssen alle gesichert sein, dass sie nicht zufliegen durch den Lüfter. Weil wenn sie zufliegen, passt der Lüftungskanal nicht, ich habe keine Abluftöffnung und dann feiere ich auf einmal das ganze Feuer mit meinem Lüfter an. Und natürlich dann Lüfter richtig setzen und so weiter. Also ich bin ein großer Fan vom Überdrucklüfter, aber mit ganz, 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 ganz viel Vorsicht. Wäre cool, wenn wir es tiefer weiterbringen, dass jeder diesen Wissensstand schaut von diesen drei Punkten. Dann hätten wir schon mal halb gewonnen, gell? Aber es ist der Lüfter zusätzlich. Ja, Null Sicht, Stress, Trupp, Koordination, Personensuche. Ist gleich keine Rauchgaskühlung. Das üben wir alles. Und auf einmal schaltet das Stammhirn aus. Die Rauchgaskühlung ist nicht im Stammhirn, somit vergessen wir es. Den besten Erfolg bei dieser Übung da hinten mit der Rauchgaskühlung habe ich gehabt mit ganz jungen Kameraden, die außer dem Atemschutzlehrgang und außer unserer internen Schulung noch keine andere Übung gemacht haben. Den haben wir von Anfang an erklärt, du musst Rauchgas kühlen. Der geht da rein und das war er. Und auf das Foto bin ich wirklich stolz, weil der hat beim ersten Mal da reingehen gleich alles so gemacht, wie wir es ihm geschult haben. Der hat im Stammhirn das schon drin gehabt. Der war noch nicht verhunzt damit, mit Nullsicht, mit Personensuche, mit Suchtaktik und so weiter. Gehört natürlich genauso dazu, ist genauso wichtig. Aber einfach, wir haben es, zumindest die Generation, die glaube ich großes da sitzt, nicht von Anfang an mitgelernt gehabt. Rauchgaskühlung gehört in die Raumgeometrie bzw. Temperatur ein bisschen anpasst. Temperatur, da man sich schwer, wir spielen sie nicht, wir können sie nicht messen, aber vor allem an die Raumgeometrie. Und die Rauchgaskühlung selber kühlt jetzt den Brandrauch vielleicht nicht unbedingt runter. Weil der Brandrauch ist ja bei 20 Grad und bei minus 171 Grad, 191 Grad schon zündfähig. Das heißt, nur weil es kühlt, bringt es nicht viel. Aber es bringt Wassertropfen in diese Rauchschicht und die stören diese Verbindung. Die stören die Reaktionsfähigkeit. Da ist Wasserdampf auf einmal drin. Das zündet nicht mehr so gut. Es injektisiert eigentlich. Die Kühlung selber ist nur ein Nebeneffekt, ein kleiner. Natürlich aus der Perfektion heraus, für unsere Trainer so als Hintergrund, früher hat man gesagt, mit einer guten Rauchgaskühlung macht man die Rauchschicht auch hecher. Irgendwie eine Idee, warum? Warme Gase dehnen sich aus. Ein warmer Rauch hat mehr Volumen als ein kalter Rauch. Wenn ich jetzt in einen warmen Rauch Wasser abgebe und das kühlt sich zusammen, dann geht die Rauchschicht auf. Keine Sorge, das bringst du nur zusammen, wenn du wöchentlich in einem Container sitzt und das beübst. Und da reden wir von Containerbedingungen, da reden wir nicht von Echtfeuerbedingungen. Also ja, ist ein netter Ansatz, in der Realität aber nicht umsetzbar. Das Wichtige ist, wir schauen einfach, dass das ganze Klumpert, der Rauch nicht so gut zündfähig ist. Wie sollte man das machen? Das Rohr sollte nicht zu flach halten, weil die Rauchschicht ist trotzdem zum Großteil noch immer oben. Zu steil, unter Bedingungen, ja, nein, optimal bin ich schräg nach oben, so dass ich die Decken ein bisschen lautig und dass ich vielleicht nicht so viel von der Gebäudestruktur erwische, sondern dass ich wirklich in der Rauchschicht kühle. Aber selbst wenn ich ein bisschen zu viel abgibt, ist halt mehr Wasserdampf. Breite, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich auf einem Gang unterwegs bin oder ob ich in einem Wohnzimmer gehe. Weil ich da in der Tür sitze, muss ich natürlich viel mehr und viel intensiver die Rauchgaskühlung durchführen, als wenn ich in einem 2 Meter breiten Gang bin. Das heißt, da muss ich mich bewegen, entweder mehrere Spurstoße nebeneinander oder ich wische einfach einmal von links nach rechts. Wie gesagt, es sind vielleicht ein paar Tropfen Wasser zu viel im Boden. Wurscht. Und am Gang, engeres Sprühbild, vielleicht geht ein bisschen zusammen, Perfektion, aber dafür auch abgeben, da brauche ich mich dann nicht mehr bewegen. Unter Umständen kann es aber passieren, dass ich einfach nicht weiß, wie groß der Raum ist, weil ich sehe wirklich nichts. Ja, dann muss ich halt mal schauen und vielleicht auf Gehör gehen und dergleichen. Zum Thema Rauchgaskühlen noch auch wieder ein Video aus Australien. Schauen wir, wie das jetzt geht. Ah, das geht sogar gleich. Und da spielen sie mit dem Feuer. Der Christoph hat es vorher schon gesagt, wenn wir Containerausbildung und so weiter machen, dann machen wir das Feuer vielleicht nicht gleich aus. Dann spielen wir ein bisschen mit dem Feuer, das möchte ich ein paar Sachen sagen. Da machen sie selbiges. Die haben in Australien haben sie ein Abbruchhaus
Und da machen sie ganz, ganz kurze Impulse, nur dass sie die Rauchschicht mal stabilisieren. Auch diese kurzen Impulse, die sind cool, die sind lieb zum Spülen, machen wir im Container, weil da haben wir viel weniger Feuer und da wollen wir was herzeigen. Im echten Leben macht es einen Sekundenimpuls. Und dann ist alles gut. Aber er sichert jetzt gerade da heraus die Lage, dass das nicht auszündet. Und das bringt er ganz gut hin. Aber wie gesagt, und ich sage es nur mal dazu, es ist ein Modell da und da wird gespült. Da wird ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber für den Echteinsatz sind es vielleicht ein paar Liter Zielwasser. Ich meine, ich beneide sie für die Bedingungen, die haben da unten halt eine relativ billige Bauweise auch. Ähnlich wie in den USA, die Häuser kosten nichts, die werden regelmäßig weggeschoben und bevor sie weggeschoben werden, darf die Feuerwehr was anzünden drin. Ist natürlich dementsprechend klasse. Bei uns sind wir jetzt halt, wir mit unseren Brandcontainern unterwegs. Das ist ein sicheres Arbeiten, da kann nichts passieren. Wir haben zertifizierte Ausbildner bei uns. Das ist alles eine sichere Sache, aber halt nicht hundertprozentig real, was wir auch dazu sagen müssen. Ja, Brandbekämpfung. Wir sind jetzt am Weg zum Feuer gewesen mit unserer Rauchgaskühlung und jetzt sind wir beim Feuer. Jetzt haben wir das Feuer gefunden. Jetzt geht es darum, wir machen das Feuer aus. Wen von euch sagt die 3a-Regel was? Ja, bitte. Bis aufs Absichern war es fast richtig, aber abschirmen, Aufenthaltszeit so kurz als möglich und den Abstand so groß als möglich. Abstand, aber fast dasselbe. Der Abstand insofern. Wenn es jetzt da brennt und wir kommen da bei der Tür rein, wie nah geht es rüber? Mit was erwischt das? Mit dem Vollstreu. Ich muss unter Umständen einen Vollstreu nehmen. Ist das schlecht? Nein, weil es der Klägen mit dem Vollstreu. Solange ich das Feuer sehe, solange ich die Flammen sehe, solange ich die Glut sehe auf die Entfernung, nicht viel Gasphase, also wenn die Gase voll brennen, wir vielleicht mit dem Vollbrand, mit dem Vollstreu jetzt nichts auffangen. Aber solange es dagegen, solange das ein Glutbrand ist und wir die Flammen nicht schon entgegenschießen, habe ich eine gute Chance mit dem Vollstreu. Muss der Vollstreu dafür voll auftaucht sein? Es reicht auch unter Umständen ein sanfter Vollstreu. Ich nehme immer das Beispiel des armen Kuchelkastl. Jetzt hängt das arme brennende Kuchelkastel in der Kuchel und ich komme mit meinem bösen Vollstreu in der ganzen massiven Stellung hin. Was macht das Kuchelkastel? Feuer aus, fällt runter, schwimmt dann der Kuchel durch den Gang, die Stirn runter ins Freie, vor allem nicht. Ist nicht nett. Wir müssen ein bisschen Mitleid da haben mit dem armen Kuchelkastel. Somit geben wir mal ein bisschen eine Chance. Sanfter Vollstreu, wir wollen da den Kühleffekt nutzen, wir wollen Wasser auf die Oberfläche bringen. Direkte Brandbekämpfung kann ich aus der Entfernung auch machen. Indirekt hingegen, da habe ich einen Gasbrand, da brennen viel Flammen, da brennen die Gase, da kommt der Sauerstoff gerade dazu. Eine ÖH-Situation, also so wie diese Höllenfeuer, die wir da vorher in den anderen Videos gesehen haben. Viel Energie. Hilft mir da ein Vollstreu was? Hat irgendwer schon mal in einer Kerzen mit einem Sprühflaschen gespritzt? Mit einem Vollstreu? Du spritzt durch die Flamme, gell? Außer du triffst den Docht. Wenn du den Docht triffst, dann bist du gut dabei. Ja, hin und wieder muss man ein bisschen zündeln. auf jeden Fall, wenn man aber die Kerzen dann mit dem Sprühstreu beim Sprühflaschen nimmt, dann geht es auf einmal aus. Und da haben wir auf einmal diesen Kühl- und Störeffekt. Das heißt, wir kühlen nicht nur die Flamme, sondern wir stören auch diese Brandverbindung. Wie schaut das Ganze im Echt aus? Da haben wir wieder so einen Containertest. Auch da wieder, wir haben gespielt damit. Und wir haben einen sanften Streu da 4 angegeben. Man merkt ganz wenig Wasser. Es tut sich was. Natürlich haben wir es wieder hochbrennen lassen. Die Gasfront da oben tut sich nicht mehr weiter. Aber dann müsst ihr es komplett da löschen. Das wäre jetzt der Part der direkten Brandbekämpfung. Und jetzt haben wir ein Höllenfeuer. Da brennt jetzt gerade so ein großer Raum, ist jetzt der offene Container aufgeschnittener. Und jetzt gehen wir mit dem Sprühstoff hin, bringen mit den Wassertropfen die Tropfen rein, die wirken, die machen Wasserdampf, die verdrängen, die stören die Verbindung, kühlen jetzt weniger. Und jetzt gerade merkt es am Rohr, schaltet um auf den Vollstreu und jetzt geht er direkt hinten noch auf die Glutnester. Also wir brechen einmal mit der indirekten Brandbekämpfung die Brandenergie, wir stören den Motor und dann löscht man die weiteren Glutnester ab. Ja, und jetzt kommen wir wieder zum Wissenschaftlichen. Das haben wir schon gehabt mit unseren 33.000 Glühbirnen.
Wie viel Wasser braucht man bei wie viel Energie? Tada! Also, wer kennt eine Kilokalorie? Das sind diese Kilokalorien. Das sind diese bösen Einheiten, die unser Gewand enger machen. Gut, das ist Energie. Weiß irgendwer, was die Bedeutung von einer Kilokalorie ist? Das, ja? Um 1 Grad. Das ist die Energie, die benötigt wird, um 1 Liter Wasser um 1 Grad zu erhitzen. Und das dann die Wissenschaftler reden ja nicht in Kilokalorien, weil das ist ja eine komplett verhunzte Einheit eigentlich. Die ist ja nur da hingemacht wegen den 1 Grad, um 1 Kilo Wasser zu erwärmen. Und das sind 4,18 Kilojoule. Ja, das heißt, die Wärmekapazität von Wasser, wenn ich Wasser erwärme, und wenn ich jetzt lösche, wie lösche ich? Was ist Löschen? Entziehen von den Treibstoffen. Und beim Kühlen geht es darum, ich nehme dem Feuer die Energie und dadurch erwärme ich das Wasser mal. Ich nehme auch Energie ab. Das heißt, wenn ich Wasser erwärme mit Feuer, dann nehme ich im Feuer automatisch die Energie weg. Gut, jetzt erwärme ich 1 Liter Wasser um die 1 Kalorie. Wo will ich ihn hinbringen? Wo lösche ich perfekt? Wenn Wasser was für einen Aggregatzustand erreicht? Wasserdampf, wenn es verdampft. Das heißt, dafür muss ich es auf 100 Grad erhitzen. Wir hatzen jetzt 1 Liter Wasser von 20 Grad auf 100 Grad auf. Da brauche ich die Energie von 4,18 mal 80 Liter. Das heißt, ich tue mal 300 Kilojoule aufnehmen. Ist jetzt nicht viel. Wirklich viel Energie braucht man zum Verdampfen. Da braucht man nämlich 2000 Kilojoule. Um 1 Liter Wasser zu verdampfen, braucht man die Energie von 2200 Kilojoule. Und dann, wenn wir dann löschen, ist ja der Wasserdampf eigentlich nur bei 100 Grad, sondern der geht dann rauf auf 300 Grad. Und das braucht auch gewisse Energie, nämlich diese 2, irgendwas Kilojoule. So, und um 100 Liter, um 1 Liter mit 20 Grad Wasser auf 300 Grad Wasserdampf zu bringen, haben wir eine Energiebindung von 3000 Kilojoule. Das heißt, im Groben und Ganzen, leicht umgerechnet, mit einem Streurohr bei 1 Liter pro Sekunde, das heißt 60 Liter pro Minute, können wir ein 3-Megawatt-Feuer bekämpfen. Ein 3-Megawatt-Feuer ist wie viel Zuluft? Ein Kubikmeter. Gut. Das heißt aber bei 100% Effizienz. Sind wir immer 100% effizient? Also, unser Wasser reicht nicht immer das Feuer. Das Bild ist aus unserer Containeranlage. Da hat dann einer von unseren Trainer schon mit der Hilti ein Loch bohrt, weil wir so viel Wasser drin gehabt haben. Also nein, wir sind nicht immer 100% effizient. Es landet auch Wasser am Boden. Das heißt, wenn wir jetzt rechnen würden mit diesen 60 Liter pro Minute, könnte man auch 3 Megawatt Feuer löschen. Ist das sicher? Nein. Deswegen nehmen wir einfach an, wir sind nur 50% effizient. Sind wir da sicher? 50% bringen wir schon zusammen. Also 50% von unserem Löschwasser bringen wir schon dorthin, wo es hin soll. Und dann sind wir dort, dass wir mit 235 Liter, das sind so Standardstreurohre, Standard-Hohlstreurohre, können wir so knapp 6 Megawatt Feuer löschen. Das heißt knapp 2 Kubikmeter Zuluft die Minuten, die Sekunden. Ganz einfach. Daumen mal Pi. Pro Quadratmeter Zuluftöffnung nehmen wir 100 Liter am Rohr zum Löschen. Klingt das logisch? Ohne, dass es irgendwer nachrechnet da hinten. Ist so nette Daumen mal Pi. Wenn wir jetzt da die Eingangstür haben, nur die Eingangstür, die offen ist, ist die Hälfte Abluft, die Hälfte Zuluft. Jetzt nehmen wir auch das, was der Rauch zieht mit 3,6 Meter pro Sekunde einer. KmH einer, 1 Meter pro Sekunde. Ist realistisch, die Zuggeschwindigkeit? Nicht perfekt, aber wir haben Reserven, wir sind gut unterwegs. Also 100 Liter pro Minute pro Quadratmeter Zuluft. Wenn das Fenster noch offen ist, oder nur ein zweites Fenster, was mache ich auf meinem Streurohr? 200 Liter, bin ich sicher? Ja. Wenn ich mehr Wasser, wenn ich mehr Öffnungen habe, wenn da jetzt zum Beispiel in dem Raum die Fenster alle offen sind, wie viel Zuluft habe ich da? Brauche ich vielleicht eine zweite Leitung? Naja, wenn ich merke, dass ich es nicht erlösche, gehe ich einfach zurück hinter die Tür, mache die Tür zu. Ich schaffe wieder statische Verhältnisse
und sage, zweite Leitung. Oder vielleicht habe ich auch einen Hohlstuhlraum mit 400 Liter. Gibt es ja auch. Dass ich gleich auf 400 umdrehe. Nur dann. Genau da, da hilft mir der Rauchverschluss auch viel. Weil wenn ich auf einmal die Öffnung mit einem Rauchverschluss zumache, habe ich wieder eine viel kleinere Öffnung. Weniger Wasser. Und da sind wir wieder dort, der HD selber. Der HD ist grundsätzlich eigentlich ein technisch hochentwickeltes Löschmittel. Es hat ganz feine Tropfen, die gut arbeiten, aber feine Tropfen, die schnell verdampfen, was ein guter Vorteil ist. Der arbeitet ganz schnell, aber er hat relativ wenig Wasser. Und um ein perfektes Löschmittel perfekt zu arbeiten und zu nutzen, was muss ich sein? Ich muss auch perfekt sein. Ich muss auch wissen, was ich tue. Wenn ich dann Türen zumache, Türen steuere, wenn ich das alles im Kopf habe, dann kann ich auch mit wenig Wasser viel machen. Aber dafür muss ich dann Ausbildung machen. Und das haben wir wieder Technik, Technik ohne Taktik, Taktik ohne Technik und so weiter. Das Spiel, ich muss wissen, was ich tue. Mit einem Hohlstuhlrohr habe ich einfach viel mehr Reserven. Mit einem Hohlstuhlrohr bis 400 Liter, sogar vielleicht noch mehr. Hydraulische Ventilation. Wir hatten das schon mal gehört. Ja gut, die letzte Reihe ist sehr brav, aber die anderen waren auch brav. Hydraulische Ventilation heißt, ich kann mit meinem Streurohr selber ventilieren. Da bin ich eigentlich beim Punkt von vorher. Wir bringen das Klumpel ein bisschen raus. Macht gute Bedingungen, macht Sichtbedingungen, hilft mir unter Umständen, dass es Feuer findet. Die Brände werden mittlerweile immer dreckiger und rustiger. Also wir haben diese Plastikmengen, die Ventilation, die zwängig ist, und dann findet man das Feuer einfach nicht mehr. Und damit habe ich die Möglichkeit, wenn ich das Feuer einfach nicht finde, und ich war schon die ganze Zeit auf der Suche nach dem Feuer, und ich finde es nicht, dass ich mir sicher was machen kann. Ich kann mir einzelne Bereiche schnell entrauchen, nur ein Zimmer. Ich lege einfach die Tiere da hinten ein bisschen an. Was ich machen muss, ist natürlich, wo stehe ich? Wo ist das Feuer? Hinter mir? Wo ist meine Abluftöffnung? Vor mir. Was lernen wir bei der Ventilation, was wir nie sein sollten? Genau da. Genau. Das heißt, deswegen, was mache ich nun? Ich liefere Rauch raus. Was kommt einer zum Feuer? Sauerstoff. Ist es gut? Jein. Ja, ich sehe besser. Nein, für das, was wir gerade vorgelernt haben, nicht. Deswegen, immer nach hinten schauen. Also nicht beim Fenster aus, wo ich gerade hinspritze und bewundere, boah, das geht so super. Ich meine, das kann einer machen, aber ich habe nur zwei andere. Und zwei andere schauen nach hinten und schauen, was sie da tut. Und wenn auch einmal da hinten das Licht aufgeht, dann dreht es um und dann gibt es ein Wasser ab und schaut, dass es da wieder wegkommt. Wasserverbrauch beachten natürlich auch. Normalerweise haben wir es gewohnt, dass wir ein paar Sprühimpulse abgeben, gell? Da geben wir Dauerfeuer. Ich sage immer, ab 2000 Liter Wassertank, ja, mit 1000 Liter Wassertank sollte man sich überlegen, wo ist die Nachbarfeuerwehr, ist die schon da, hat sie die mit dem Tankwagen schon angehängt oder bin ich am Hydranten angehängt? War vielleicht nicht schlecht. Realistisch ist es mit unseren Alarmblenden eh so, dass eigentlich das zweite Fahrzeug von einer anderen Feuerwehr recht schnell da ist. Ja, wie schaut sowas in echt aus? Datenschutztrupp geht zu einem Brand vor, findet das Feuer nicht. Das ist so ein Innenhof und natürlich sollte er, bevor er einen Rauch da rausbringt, mal ganz kurz sagen, schleicht sich da. Weil der Brandrauch ist ja auch draußen gefährlich. Ja, nein, nicht nur Bot, sondern einfach der Rauch ist wirklich viel, das, das Ding rauszubringen und dann stehst du in so einem Innenhof und der geht nicht weg und auf einmal. Ja, er macht das Rohr auf, möglichst weit der Sprühstall und zahlt ein bisschen nach innen, dass die Injektorwirkung gut ist und dann zahlt er den Rauch raus und das tut es echt gut. Er hat vorher Nullsicht gehabt und hat das Feuer nicht gefunden. Ja, jetzt merkt er schon, es tut sich nicht mehr viel. Es ist schon recht viel draußen. Er dreht an. Dreht sich mal eine Runde. Wenn man jetzt schaut, er sieht da drüben auf einmal bis zum anderen Fenster, was er vorher nicht gesehen hat. Jetzt dreht er sich zurück und findet da einen Brandherd. Er ist einen halben Meter neben dem Brandherd gestanden. Aber es passiert halt. So, Folgearbeiten. Was ist, wenn wir gelöscht haben? Was ist, wenn wir fertig sind? Wenn wir das Feuer in Reichweite haben, löschen wir es. Wenn wir eine Ventilationsmöglichkeit haben, also wenn wir gerade im Löschen sind, dann ist das schon im Safe werden, gell? Dann wären wir schon sicher. Nur was dann auf mich zukommt, ist der Wasserhammer, der Wasserdampf. Ein Liter Wasser sind 1700 Liter Wasserdampf, bei 100 Grad wohlgemerkt. Wir haben aber nicht nur 100 Grad Wasserdampf, sondern 300. Das heißt, es sind dann 3600 Liter Wasserdampf auf einmal, ein Liter. Und das will irgendwo hin. Und auf einmal kommt uns das voll entgegen. Und das wandert natürlich auch bei uns durch die Bekleidung durch.
Deswegen, sobald wir gelöscht haben, sobald wir es erstmal mit Wasser drauf haben, reißt das Fenster auf. Wenn es echt heiß wird, was für Möglichkeiten habt ihr denn nur? Zurückziehen, Tür zu machen, nach der 3a-Regel wieder. Tür auf, einlöschen, Tür zu, einlöschen. Einer von meinen Trupps hat das vor ein paar Jahren bei einem Kellerbrand, glaube ich, eine halbe Stunde gemacht. Kellerbrand, kam, Abluftöffnungsmöglichkeit, nichts da. Vor der Tür gestanden, Tür auf, pssst, heiß, Tür zu, auf. Ja, braucht halt ein Randl. Aber schaut, dass ihr eine Ventilationsöffnung zusammenkriegt. Brandgut zerteilen und ablöschen. Bitte. Ja. Das heißt aber, es ist fertig kühl und geht zurück. Ich bin drinnen und kühl. Ja. Ja, ja, ja. Das Problem ist, Bunker ist halt generell furchtbar. Keller, das ist alles komplett schlimm, weil ich krieg das Zeugs nicht raus. Hat aber einen kleinen Vorteil, in so einem Bunker wirst du relativ schwer eine unkontrollierte Brandausbreitung zusammenbringen. Weil was will in einem Bunker eine Fensterscheibe geben? Außer ich arbeite mit einem Druckbelüfter. Druckbelüfter, Bunker, Fackel. Ich kenne übrigens Ausbildungsstätten, bei denen ist der Druckbelüfter vor einem Bunker das Sicherheitskonzept. Frage ich. Aber Rauchgaskühlung vor ist natürlich jetzt beim Bunker. Ja. Ja. Wann es geht. Ja, wobei, wann ist Feuer schon der Gang, so wie es da ist, dann mache ich vielleicht sogar die Brandbekämpfung vor der Rauchgaskühlung. Weil wichtiger ist, dass der Motor austritt, ist der neue Gase liefert. Jetzt dann so, wie tue ich? Kein Patentrezept. Jedes Feuer ist ein bisschen anders. Es gibt nur so ein paar Grundlagen, die wir euch mitgeben, wie man das Rezept jetzt anwendet. Ob zuerst in Zucker und dann das Ei. Ja. Muss man dann schauen, wie es passt. Kontrolle mittels der Wärmebildkamera und von notwendiger Brandwach. Das ist genau das, was beim Einsatz dann wirklich Kräfte fordert. Alles andere mache ich mit dem ersten Fahrzeug. Und da ist auch unser Problem, was wir bei der Übung haben. Wenn wir Übungen machen, brauchen wir was, was nicht für das interessant ist, sondern was das für vorne interessant ist. Und das da vorne müssen wir üben. Und alle anderen Sachen, die beim Einsatz dann lang dauern, ja, haben wir da. Fazit, zusammenfassend, Teamwork, Kommunikation, klare Aufgabenverteilung sind essentiell. Wie es vorgeht, Lage angepasst. Die Folgen unserer Handlungen bedenken, das heißt, Aktion ist Reaktion, alles was ich tue, hat irgendeine Folge drauf. Ich sollte mir überlegen, was die Folge ist, ob die blöd ist für mich oder nicht. Die Türöffnung sollte eingespielt und situationsangepasst erfolgen. Übungssache. Und die meisten Sachen kann man zu Hause im Feuerwehrhaus üben. Suchtechniken, Türöffnung, eine Rauchgaskühlung unter Umständen auch, wenn ich mit Druckluft arbeite. Also die schönsten Ideen kann ich wirklich bei mir daheim in der Feuerwehr umsetzen. Wann ich mich bemühe und wann ich engagiert bin. Wann notwendig situationsangepasste Rauchgaskühlung, bis der Brand gefunden ist. Sobald als möglich zur Brandbekämpfung übergehen. Nehme jetzt den Hans ein bisschen vorweg, unter Umständen auch von außen. Sobald ich den Motor dran kann, 3 mal. Und bei der Brandbekämpfung im Wasserdampf aufführen. Auf jeden Fall wieder unsere 4 Punkte unten bleiben. Sicht, Licht, Wärmebildkamera. Auch die Wärmebildkamera sieht am Boden unten deutlich besser. Mit dem neuen Verrauchungen und so weiter habe ich mit der Wärmebildkamera unter Umständen schon ein Problem, weil ich einfach da nicht mehr durchkomme durch die Rauchpartikel oder nur mehr 2-3 Meter für ich komme. Ganz runter damit unter Umständen. Licht mit der Lampe, wenn ich wirklich suche, Schädel ganz am Boden runter, nicht nur so auf halb hoch, sondern ganz am Boden, dann sehe ich auch schon besser, weil dort zieht es immer ein bisschen. Temperaturschutzfunktion der PSA. Abluftöffnungen, welche Öffnungen sind vorhanden, wie groß sind die Öffnungen, welche können entstehen, was kann mal passieren, wie schaut es aus mit dem mobilen Rauchverschluss. Der Wind ist ein Hund, der haut nämlich auf einmal unter Umständen diese Geschwindigkeit von der Zuluft zusammen und liefert mehr Energie. Selbiges ist natürlich der Lüftereinsatz, wenn er falsch eingesetzt ist. Das beachten bei der Luftthematik. Rauchgase kühlen im Zuge der Türöffnung, sobald Rauch vorhanden, der mal unkoscher vorkommt. Beim Vorgehen laufend kühlen. Zur Sicherung des Vorgehens. Ihr des Öfteren höre ich, und es gibt auch einige Feuerwehren, die es in der Ausbildungsrichtlinie drin haben, wann mache ich Rauchgaskühlung? Na dann, wenn ich schon Flammen sehe. Ist es nur Rauchgaskühlung? Na, dann ist schon 1:12. Also dann ist es auch keine Rauchgaskühlung mehr, sondern Brandbekämpfung, wenn ich Feuer sehe. Das Optimalste für uns sollte sein, dass wir außer einem Glutstock bei einer Brandbekämpfung nichts sehen an Feuer.
Das wäre das Perfekte. Und sie wird halt leider viel Zwang geübt. Feuerbekämpfen pro Quadratmeter Zuluftöffnung, mindestens 100 Liter am Rohr. Direkte Brandbekämpfung, indirekte Brandbekämpfung, hydraulische Ventilation, der spült alles irgendwie zusammen. Ja, somit